Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zu Sims 3 Kitty Erdbeer Zuckerwatteland. Ja, endlich geht's mal wieder mit unserer lieben Familie Strawberry weiter. Ich muss sagen, ich muss auch erstmal wieder reinkommen, weil ich ja im Urlaub war und so weiter. Ja, gucken wir mal, wo denn die ganzen Strawberries sind. Irgendwie schaut dieses Haus sehr leerstehend aus. Ich versuche auch momentan mich an diesem Mausrädchen, dass ich da irgendwie daran immer ein bisschen rumdrehe, hat man mir gesagt, dass ich das auch machen kann. Ich muss sagen, ich komme damit noch nicht wirklich klar, aber ich versuche es zu verbessern, meine Mausrädchen-Skills sozusagen. Ja, also, Katie Beth Strawberry arbeitet. Betty redet mit Juanita Blanco und die hält Betty anscheinend für langweilig. Also der wird mir gleich mal was erzählen. Wo ist denn der Terry? Hä? Gut. Anscheinend ist er da, aber ich sehe ihn nicht. Die Kleine da. Irgendwie backt es rum, oder? Ah, hier. Okay. Okay, okay. Also, nochmal schnell Pause machen. Schauen wir doch jetzt nochmal. Also. Was macht denn... ich komme nicht damit zurecht. Irgendwie reicht mein PC-Tisch nicht aus, dass ich da so richtig damit klarkomme. Okay, du. Sozial. Wie schaust du bei deiner Schwester aus? Energie? Ja, gut, dann. Mach das mal weg. Hör mal auf zu schlafen. Und was... an Eingangstür kratzen. Nein, du tust jetzt nicht an Eingangstür kratzen. Du gehst jetzt hier hin. Und du wartest hier. So. Diese Lichter, mich nervt es, wenn die nicht an sind. Automatisch einschalten alle Lichter. Kann er das? Nein, irgendwie nicht. Moment, Moment. Hier hingehen. Wo ist denn jetzt dein Schwesterchen? Wow, die machen hier voll das Tam den Tam-Tam. Das ist sehr. Okay. Hier, dann geh mal da jetzt zu deinem Bruderherz. Und spielt mal irgendwas. Spielen. Anspringen. Und du freu dich, dass dein Schwesterchen gleich angedackelt kommt. Freu dich gefälligst. Bitte. Aber bestimmt tun. Oh, ich komme damit nicht klar. Also. Süß. Was machen sie jetzt? Wow. Oh. Wow, wow. Miau. Miau. Schön, wie sie das machen. Okay, und du? Gehen wir mal zu denen. Weil wir müssen der erstmal beweisen, dass wir nicht langweilig sind. Also, Spezial, Synphorumor, koketter Witz. Okay, sie ist schon wieder am Flirten oder was? Auf Teufel komm raus, will die wohl einen Freund. Mensch, Maya, diese Katie. Die Betty, meine ich. Alter, wie scheiße sie ist. Sollen wir mal mit der kämpfen? Komm, wir kämpfen jetzt mal mit der. Anbrüllen. Wir brüllen die jetzt an. Die sollen uns nicht langweilig finden, hallo? Aber die ist reich. Vielleicht könnte die... Und dann tun wir mit dem lustig... lustige Geschichte erzählen. Also. Jetzt gibt's Knatsch. Jetzt gibt's richtig Knatsch. Ah, ich wollte diese Sprechblasen ja wieder wegmachen. Wie war das? Hide Headline Effects. Effects on. Hallo, die gehen nicht weg. Juanita hält Betty für ein wenig seltsam. Ja, vielleicht. Vielleicht nicht Effects, sondern Objects. Halt. Headline
Objects und unbekannter Befehl. Sag mal, verarsch mich nicht. Das geht nicht. Oh, wie sie sich biestig anschauen. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, Weiberbeef. Das ist doch mal was, oder? Ich versuche es ein bisschen schöner zu sehen. Aber irgendwie... Moment, wie war das jetzt gleich nochmal? Die beefen sich aber ganz schön an, ha? Huh? Aber schaut mal, Juanita ist sehr wütend auf Betty. Sie schaut nicht so wütend aus wie Betty, ehrlich gesagt. Aber gut, wie geht's weiter? Gemein? Streiten. Was hat die denn? Chip Frosty. Wieso hält er jetzt sie auch für seltsam, hallo? Ach komm, wir tun jetzt mal ein bisschen hier für Aufruhr sorgen. Sie freut sich. Okay, gut. Komm, du gehst jetzt heim. Ist ja schlimm. Ich fand's lustig. Man muss auch mal garstig sein können, ja? Ich meine, hallo? Sie will ihr einen lustigen Witz erzählen. Und dann spielen, herumblödeln. Aber nein, es wird nicht honoriert, ja? Man denkt immer gleich, dass es seltsam ist. Ich meine, hallo, sofort irgendwie dann anschreien und so. Das ist nicht seltsam, ja? Es ist einfach nur temperamentvoll, ja? Man muss sich nicht immer alles gefallen lassen. Wenn man Leute nicht dazu zwingen kann, dass man sie mag, dann soll, kann man sie auch mal anschreien. Schön. Okay, was hast du denn für Wünsche? Mit Terry Strawberry sprechen. Was hast du denn noch? Fähigkeit Charisma? Ja, das können wir doch mal machen. Was brauchst du denn für einen Beruf? Hm? Karriere. Roadie. Ja, ja. Fähigkeiten. Okay, du hast die Gitarrenkacke. Beziehungen. Inventar. Nee, Gelegenheiten. Derzeit keine Gelegenheiten. Ja gut, dann geh doch jetzt mal reden üben. So. Ihr zwei, geht's fürs Spielen? Oh, die süßen zwei Kätzchen, wie sie zusammenspielen. Das ist so niedlich. Oh, ist sie hier auch daheim? Falsche Richtung. Oh, ich muss zur Arbeit. Hups, scheiße. Gut, dann. Dann nicht reden üben. Die Miezis müssen jetzt irgendwie selbst klarkommen. Ah, wie sie über die Blumenwiese springen. Ah, ist das nicht schön? Miau. Miau. Miau, miau. Miau. Miau, miau. 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 So, okay. Dann du jetzt mal spielen. Herumblödeln. Nein, 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 nein. Freundlich ansmiegen. Ja, schön. Was ist das denn für ein komisches Schild? Hier, da, ich wollte euch mal zeigen. Und zwar, hier, da sieht man ja mein Anwesen. Könnte ich jetzt mal hinfahren? Ich könnte auch an Tür kratzen. Nein, das sollst du nicht an Tür kratzen. Was? Bist du jetzt daheim? Hier. Ich habe das ein bisschen weitergebaut, nämlich. Nämlich. Oh, Hilfe. Hilfe. Hallo?
Okay, ich krieg's hin. Ey, warum kann ich's nicht einfach eigentlich damit machen? Ja, damit komme ich viel besser klar irgendwie. So, okay. Hier ist mein Einhorn und meine Garage. Und mein Haus, mein zweites Haus. Okay, komm mal du her. Dir geht's wohl nicht so prall. So. Du bist schlecht gelaunt. Du kommst jetzt gerade von der Arbeit, oder wie? Okay, stopp. Sehr hohe Geschwindigkeit. Ja, dann lauf doch nicht, Mädel. Okay. Mit Strawberry. Terry Strawberry. Ein neues Rezept lernen. Bla bla bla. Okay, dann. Tu doch jetzt hier als allererstes mal Zuneigung, Hand schnüffeln lassen. Zuneigung, streicheln. Zuneigung, reden mit. Zuneigung, Leckerchen geben. Okay, mach das mal. Ach, das nervt mich, wenn das immer so schlecht lädt, ey. Geht doch. So, du, Hunger. Nee, tu erstmal hier kratzen. Na? Spielen? Spaß haben. Was könnte man noch? Streicheln noch ein bisschen. Okay, wie geht's dir denn sonst so? Okay, was essen könntest du hier mal? Napfeln. Ich glaube, ich könnte auch mal eine Dusche, eine neue kaufen oder so. Weil das geht ja ständig kaputt. Das ist nämlich extremst nervig. Mittagessen. Macaroni mit Käse. Ja, mach das mal. Und was brauchst du denn für Fähigkeiten? Okay, du brauchst Charisma. Okay, dann tust du danach mal Charisma dann lernen. Derzeit keine Gelegenheiten. Okay. Okay. So. Und jetzt tust du das gleich. Hygiene. Dann kannst du duschen. Kannst du damit auch spielen? Okay, und jetzt? Okay, du? Geh du doch mal aufs Toilettchen. Hunger. Du hast auch Hunger. Okay, dann aus Napf fressen. Dann kratzen. Was machst du jetzt? Sich putzen. Oh. Wir wollen es sehen, wie er sich putzt. Ja, wir sehen den Kühlschrank. Ah. Oh, was für ein süßes Bolli. Ah, wie süß. Ja, ist es nicht niedlich? Er lässt sich sauber. Du tust jetzt fressen und du kannst danach dann fressen. Oder du könntest gleich mal ein bisschen Nickerchen machen. Bist ganz schön müde. Nach dem Putzen ist es doch immer eine schöne Sache, oder? Zuerst sauber sein und dann, ja. Weste. So, okay. Und du? Ich hoffe, du isst dann auch automatisch, weil viele Sims essen dann ja nie automatisch. Das ist dann immer echt schlimm. Mei, jetzt schaut sie mit der Arbeitskluft ein bisschen aus wie Heimchen am Herd. Das kleine Heimchen am Herd, ha? Oh, ein Geist ist aus dem Grab raus. So. Okay. Du wirst es doch jetzt. Nein, du tust es nicht essen. Nein, du sollst das essen. Mensch. Schaut mal, wer da ist. Mein alter Freund der Eiswagen.
Und er beobachtet uns. Was ist das, ein Reh? Okay. Hier, ein Eiswagen schon wieder. Ich halte es für eine Verschwörung. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Nein, nein. Dass der immer so lange da rumsteht, nee. Nein, 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 ich kann das mir nicht vorstellen. Ich sage, das ist eine Verschwörung. In Wirklichkeit ist es ein böser Überwachungswagen. Vom FBI oder so. FBI. FBEI, also FBI. Also das ist die total krasse Polizeiabteilung von den Eiern. Da ist auch dann der Herr Eiermann dabei. Ha, 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 ich bin so lustig. Ha, 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 Schenkelklopfer. Dim, dim, tisch, 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 dim, dim, tisch.